Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Wenn ihr Lust habt, euch anzusehen, wie jemand absolut keinen Plan vom VGC hat, aber trotzdem mal reinguckt, dann seid ihr hier richtig. Also, ich habe tatsächlich in meinem Leben kaum Doubles gespielt. Und Doubles sind immer was anderes als VGC. Und deswegen habe ich ein bisschen was zusammengeworfen. Ich hatte Lust auf Executor, und wenn man Executor spielen will, dann muss man irgendwie Trick Room spielen und Oranguru soll da ganz gut sein, habe ich gehört. Gengar kann auch Trick Room, habe ich deswegen auch reingepackt. Außerdem hatte Sludge Bomb, um die Tapus zu treffen, die recht häufig sind. Ich habe es nur modest gemacht, weil ich brauche nicht so viel Speed. Und damit bin ich halt mit Trick Room immer noch schneller, mit Trick Room noch schneller als ein paar schnelle Mons. Notfalls habe ich mein Oranguru, das After You kann. Dann haben wir den Marowak, das heißt auch slow und hält in seinem starken Speed-Death-Investment auch ganz gut was aus. Ich brauche kein Attack-Investment, weil ich habe meinen Thick Club und damit bin ich sowieso auf 200 Attack. Tapu Koko ist drin, um ein paar Water-Types umzuhauen und ein bisschen was gegen Rain zu haben. Außerdem, ja, im Trick Room ist natürlich blöd, aber man sollte sich, habe ich auch gehört, nicht so auf einen Playstyle versteifen, sondern mehrere Möglichkeiten haben. Also dachte ich mir, okay, Tapu Koko kann funktionieren und notfalls habe ich immer noch mein After You of Oranguru. Und da habe ich einen Scarf Cook und man sieht hier schon Sludge Bomb. Und zwar brauche ich eigentlich nur 3 Slots. Und dann habe ich hier einen freien Slot über. Das lernt halt überhaupt nichts, was ich da noch drauf tun könnte, was im VGC Sinn machen könnte. Also habe ich mal Sludge Bomb drauf getan, weil damit kann ich wenigstens noch Tapu Bulu one-hitten. Und das ist immerhin etwas. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal und gucken uns an, wie ich mich blamiere, weil ich absolut keinen Plan vom VGC habe. Also das ist echt traurig, wenn man sich so anguckt, was ich in VGC kann. Also es ist richtig traurig, aber wartet mal eben einen Moment. Wir sehen uns gleich wieder. So, es ist wieder alles gut. Also für euch ist keine Zeit vergangen. Ich habe mal Musik runtergestellt, weil die mir ein bisschen zu laut war. Und was haben wir hier? Wir haben hier Sun. Sun und eventuell Trick Room. Ein bisschen von beidem. Vielleicht sogar beides gleichzeitig. Ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, meinen Executor mitnehmen. Das sollte einen guten Job machen können mit Energy Ball. Das hat auch eine Pitaya Berry. Ich glaube, ich nehme auf irgendwie die Kurbel Berry runter, weil die bringt mir einfach nie was. Also, die hat mir bis jetzt noch nie was gebracht. Also, er wird wahrscheinlich sein Pferd da mitnehmen. Ich habe halt einfach fast gar keine Ground Resists. Ich habe 3 Schwächen und Executor ist mein Resist. Executor kommt auf jeden Fall mit, aber womit will ich leaden? Was wären denn Leads von seiner Seite, die Sinn machen würden? Also Oranguru denke ich nicht. Vielleicht Traunfugil. Mischievous heißt es, genau, Mischievous. Du wirst eh nicht mitkommen, das sehe ich einfach mal voraus, weil du von allem gefickt wirst. Das kommt mit, das kommt mit. Die Fee nicht. Das würde ich mal behaupten. Und der Lead ist Mischievous Kuddel. Würde ich behaupten. Mischievous Kuddel sieht mir nach einem brauchbaren Lead von seiner Seite aus. Deswegen werde ich einfach mal Marowak und Gengar leaden, denke ich. Und dann kommt noch mit Executor und Oranguru oder Tapu Koko bringt mir nichts, ne? Guck auch nicht so, ja, Oranguru. So, was ist sein Lead? Mischievous habe ich richtig und Torkoal auch. Okay. Ich habe was hinbekommen, Leute. Ich habe tatsächlich was hinbekommen. Ich überlege gerade, ob ich einfach EQ drücke. Gengar ist natürlich blöd, weil es Cursed Body hat. Da müsste ich da protecten. Alternativ kann ich auch Shadow Bone auf Mischievous drücken. Und mit Gengar Shadow Bone auf Torkoal. Nee, warte. Ich protecte und Shadow Balle das Mischievous. Das sollte sinnvoll sein. Ja, okay. Alles gut. Hat alles geklappt. Eruption tut weh, aber ich bin gesashed. So, brauche ich jetzt schon meinen Trick Room? Will ich den jetzt schon draußen haben? Ich glaube, ich drücke jetzt EQ und einfach Shadow Ball. Ne, EQ Protect, EQ Shadow Ball, EQ Shadow Ball. Dann bin ich Mischievous los. Und was mache ich, wenn er mit Mischievous protected? Ich habe einen Oranguru. Ja, ich habe einen Oranguru, das könnte dann mal Trick Room. Ja, okay, wir machen das. Earthquake, Shadow Ball, Mischievous. Okay, unser Earthquake wird also nur unser Gengar killen. Ja, das ist schade. Hätte ich das tatsächlich sinnvoller nutzen können. Aber egal. Wir kriegen jetzt Oranguru raus.
oder will euch Executor reinbringen. Der wird höchstwahrscheinlich jetzt mit seinem Mudsdale kommen. Also bringe ich, glaube ich, Executor rein. Aber eigentlich brauche ich jetzt Trick Room. Ich bringe Executor rein. Bringt Oranguru. Okay. Das ist nicht so schön. Das ist tatsächlich nicht so schön. Aber jetzt kann ich hier schön EQ'en und protecten. Ich sehe jetzt nichts, was mich davon abhalten sollte. selbst wenn Executor davon Schaden nehmen sollte, wäre das für Executor nicht allzu schlimm. Okay, ist Lurantis gegangen, nimmt dadurch absolut keinen Schaden. Und er bringt mir Trick Room. Er bringt mir meinen Trick Room raus. Das heißt, mein Marowak und mein Executor stehen jetzt ganz gut da. Und ich glaube, ich werde das Lurantis gleich einfach mal Flamethrowern und einen Flare Blitz auf das Oranguru raushauen. So, Flamethrower auf Lurantis. So, Oranguru ist weg. Das ist gut. Und Lurantis, leider gewinnt er hier den Speed-Tie. Aber ich kriege einen Flamethrower raus und der nimmt ihn einfach auseinander. Und jetzt wird er halt nur noch sein Kurtel und ich sehe hier nicht, was er mit Torkoal noch machen möchte. Klar, Torkoal outspeedet jetzt alles. Okay, er geht einfach. Also Torkoal hätte jetzt einen Trick Room alles outspeedet, wenn er Min-Speed ist. Aber Marowak hätte das safe was getankt, weil ich so krasses Bedeff-Investment habe. Auch in der Sonne hätte ich was getankt und hätte mit einem EQ Low bekommen. Und dann hätte ich immer noch meinen Oranguru gehabt und hätte damit vielleicht nochmal Trick Room reversen können. Irgendwie sowas in der Art hätte ich bestimmt machen können. Und das Torkoal wäre auf jeden Fall down gegangen. Und damit habe ich tatsächlich einen Kampf gewonnen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass mein Gegner noch ein bisschen weniger Ahnung hat als ich. Und das ist eigentlich schon fast, das ist schon ziemlich schwer möglich. Also, immerhin habe ich mit Executor was machen können. Das ist doch toll. Also dann kann ich endlich mal Alolan Executor im Thumbnail tun. Ich wollte schon immer mal einen Executor im Thumbnail haben. Ich meine, wann habe ich das letzte Mal einen Executor benutzt? Das ist, glaube ich, in meinem allerersten NU TeamTube gewesen. Also in der vierten TeamTube damals. Da habe ich Executor benutzt. Aber sonst gar nicht. Und das ist natürlich traurig. Aber jetzt kann ich mal die Alola-Form benutzen. Ich kann einfach Flamethrower. Das ist ein bisschen merkwürdig übrigens, dass die Flamethrower kann. Aber ich nehme es hin. Ich nehme es einfach hin. Ich nehme es einfach hin. So, was haben wir da? Da haben wir Tapu Bulu und das Ding da. Also ich bin eigentlich sehr dazu verleitet, Cook mitzunehmen. Cook und Oranguru sieht mir nicht verkehrt aus. Cook und Oranguru. Weil Oranguru halt nicht vom EQ getroffen wird. Cook, Oranguru, Marowak auch. Das Ding da ist ekelhaft. Cook, Oranguru, Marowak. Marowak sollte im Trick Room auch was machen können, aber ich glaube nicht, dass ich Trick Room rausbekommen werde. Ich glaube, da nehme ich noch Gengar. Und mein Lead ist, also Mimikyu, wird er Mimikyu mitnehmen? Sieht echt nicht schlecht aus, ne? Obwohl, nee, ich glaube nicht, dass er Mimikyu mitnimmt. Also ich denke, es wird auf Tapu Bulu, Knogga, Tapu Bulu, Knogga, eventuell der Drache, Drumper? Drumper sieht auch nicht schlecht aus. Drumper sieht ziemlich gut aus gegen mich übrigens. Ich habe ein kleines Problem mit Drumper. Tapu Bulu, Knogga, Drumper und vielleicht doch das Ding. Ich nehme auf jeden Fall mein Marowak mit, einfach für den Fall. Und ich werde leaden mit Marowak, Kurk und dann Gengar und und Oranguru hinten drin. Und er leadet Oranguru, Drumper. Da kann ich tatsächlich mit Marowak einmal mal Protect drücken und hier schön EQ'en. Ich glaube, es gibt keinen Grund, nicht EQ zu drücken. Und er hat auch nicht wirklich einen EQ-Switch, außer seinem Tapu Bulu. Und Tapu Bulu hat, glaube ich, jetzt auch nicht so die Lust, in Marowak reinzukommen. Ich habe schon überlegt, ob ich mit dem Cook einfach den Scarf wegnehmen möchte. Weil es spielt eben niemand schnelle Mons gerade. Aber ich habe halt immer Angst vor Tapu Koko. Tapu Koko ist hier mit das einzige schnelle Mon, das gerade rumrennt. Also, zumindest das, was ich auf der Ladder gesehen habe. Okay, er protected hier. Das heißt, ich kriege einen EQ nur gegen Jumper. So, bitte Draco einfach. Bitte Draco einfach in Marowak. Shadow Ball in Marowak, okay. Auch kein Problem. Dann wechsle ich jetzt in Oranguru und EQ nochmal. Oranguru kann vom EQ nicht getroffen werden, wegen Telepathy. Und damit kriege ich nochmal Damage auf Jumper und eventuell Oranguru raus. Und außer einem Draco kann er meinem Cook nicht viel. Außer einem Draco kann er meinem Cook nicht viel. So, was sind hier seine Möglichkeiten? Seine Möglichkeiten sind hier eigentlich, ich sehe außer dem Draco von Jumper auf Cook nicht viele Möglichkeiten. Klar, er will jetzt wahrscheinlich einfach Marowak killen.
weil ich das nicht mehr protecten kann damit. Also könnte ich schon, aber es wäre halt eine 50-50 jedes Mal. Und Erwin Gu ist rauf, wird von Telepathy geschützt. Jumper und das geht nicht Erwin Gu nehmen. Er kriegt seinen Berserk raus und Shadowbot in Erwin Gu, das immun ist. Ah, lecker. Okay, er haut den Trick Room raus. Er haut den Trick Room raus. Das könnte ich jetzt mal counter mit noch mit einem eigenen Trick Room. Und einem weiteren EQ. Machen wir so. Trick Room EQ. Wir countern jetzt einfach den Trick Room. Hyper Voice killt mich nicht. Und er Instructed. Was macht Instruct? Ah, das dadurch kann er nochmal. Okay. So. Gehe ich jetzt Gengar? Ich glaube schon. Dann gehe ich mit... Ja genau, dann gehe ich mit Gengar, nämlich mit der Sludge Bomb auf Erwin Gu. Und Psychicke das Jumper. Oder ich protecte mit Gengar. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich kann auch Trick Room drücken, wie so ein richtiger Hurensohn. Denn wenn er dann Trick Roomt, weil ich glaube nicht, dass Sludge Bomb ihn jetzt schon killt. Wenn er dann Trick Roomt, dann wird der Trick Room wieder reversed. Das machen wir, glaube ich, so. Und dann hätte ich notfalls meinen Marowak im Trick Room. Ja, Trick Room. Das machen wir so. Ich probiere das einfach mal. Ich probiere das einfach. Ich habe eigentlich absolut keinen Plan, was ich hier mache. Aber es könnte funktionieren, eventuell. Außerdem ist unser Gegner wieder da. Der ist vorhin weg gewesen, habe ich gar nicht mitbekommen. Der Barin 998. Wäre schon lustig, wenn er jetzt den Trick Room drückt und ich Trick Room den Trick Room. Jumper im Trick Room ist echt nicht schlecht. Also Jumper tut echt weh. Vor allem mit plus 1 Special Attack. 8 von 48 Pixel HP hat er noch. Ah, Mensch. Ach, Mensch. Und Erwin Gu ist ja auch am Sterben. Aber wir haben, glaube ich, brauchbaren Schaden rausbekommen. Mit unserem Crook. Also zumindest genug Schaden. Denke ich, hoffe ich. Meine ich. Und da unser Gengar gesashed ist, wird es ja garantiert einen Hit leben, auch wenn er unser Gengar angreift. Klar ist unser Gengar dann low. Also auf 1 HP. Aber Gengar wird von nichts outspeedet, außer vielleicht ein Scarf Circuitry. Und ich sehe hier kein Scarf Circuitry. Also einen Angriff wird Gengar dann wahrscheinlich noch rausbekommen und vielleicht einen Mon mitnehmen. Wäre natürlich jetzt ultra ekelhaft, wenn er doch Mimikyu mit hat. Wenn er Mimikyu mit hat, dann habe ich verloren. Wenn er Mimikyu jetzt doch mit hat, habe ich einfach verloren. Aber da kann ich dann auch nichts mehr machen. Aber den Timer an, der braucht mir gerade ein bisschen zu lange. Warum sind da keine Zahlen im Timer? Wahrscheinlich, weil ich den Timer selber gerade angemacht habe. Daran könnte es liegen. Eventuell. Instructors hat echt keine schlechte Taktik. Ich sollte die vielleicht auch mal ausprobieren. Ich sollte grundsätzlich mal ein paar Sachen im VGC ausprobieren, von dem ich absolut keine Ahnung habe und wo ich die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich Knöpfe drücke und hoffe, dass es funktioniert, während ich mir selber vorlüge, ich hätte eine Ahnung von dem, was ich gerade tue. Der kann sich echt nicht entscheiden, was er machen will, ne? Der hat, glaube ich, gerade eine kleine Zickmühle. So in seinem Kopf, er psychickt mein Gengar. Er outspeedet mein Gengar. Ist, wie? Wie? Bin ich komplett bescheuert? Warum outspeedet der? Und jetzt habe ich den Trick Room für ihn rausgelegt, aber ich habe der Trick Room bringt mein Marrow weg, was? Also alles gut. So, wir psychicken jetzt das Mimikyu. In der Hoffnung, dass wir das Speeder mit. Ja, unser Erwin Gu wird das auf jeden Fall als erstes schaffen. Und wir protecten mit Gengar. So. Dann wollen wir mal. Shadow Sneak kommt raus. So, Disguise von Mimikyu ist weg. Der Disguise ist weg. Das heißt, wir können ihn jetzt mit Marowak angreifen. So, und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber irgendwie sollte das Erwin Gu ja schneller sein als unser Gegner, ne? Nee, Trick Room hat ja eine negative Prio. Ich bin behindert, keine Angst, ich bin nur behindert. So, dann wollen wir jetzt Shadow Bone auf Mimikyu einsetzen. Und die Sludge Bomb auf Erwin Gu raushauen? Ja. Ich denke schon. Sollte auf jeden Fall ein bisschen Schaden machen. Genug Schaden, um ihn in EQ-Range zu bekommen. Shadow Sneak kommt raus, killt nicht. Er ist auf seinem Sash unten. Und er instructed nochmal. Und das heißt ein Shadow Sneak auf Gengar. Böse. EQ. Wir sind das langsamste Pokémon auf dem Feld. Wir können jetzt einen Shadow Sneak abfangen und dann das Erwin Gu noch mit anhauen.
Aber ich denke, das ist verloren. Ja, Shadow Sneak, noch ein Crit, hat halt nicht gemattert. Mimikyu ist weg, Orangu ist low, Orangu ist Psychic, hat eine Citrus Berry und geht in der Marowak. Und damit haben wir verloren. War abzusehen. Suche einmal noch einen Kampf. Ist halt für mich gerade echt noch schwer rauszufinden, welche Monster der Gegner so mitbringen möchte. Okay, das ist Rain oder Trick Room. Okay. Ich denke mal, er wird eher den Trick Room mitbringen als den Rain, weil der Rain für den Trick Room ziemlich ausgehebelt wird, wobei Quapo gut ist gegen mich. Also wirklich gut. Mein Executor ist aber auch ziemlich gut, also denke ich, ich nehme das mit. Zusammen mit Gengar. Gengar soll den Trick Room rausbringen. Dann kommt dazu Tapu Koko und Oranguru. Und der Lead ist Tapu Koko Oranguru, glaube ich. Ne, Tapu Koko Gengar ist der Lead. Und dahinter kommt Executor und Marowak. Oh ne, Oranguru, nicht Marowak, Oranguru. Oranguru. So, er liert Oranguru und Marowak. Will hier also seinen Trickum haben. So, dann wollen wir den doch einfach mal Shadow Ballen und Dazzling Gleamen. Sollte Marowak ausnocken können. Hoffe ich. Wäre blöd, wenn nicht. Ich habe die Kalks tatsächlich nicht im Kopf. Dazzling Gleam macht 20-23%. Der Shadow Ball sollte eigentlich killen. Tut er. Okay, Marowak ist weg. Das Ding war ein Threat. Und er holt Trick Room. Er holt Trick Room. Unser Gengar kann aber zum Glück auch Trick Room. Also können wir gleich den Trick Room Trick Room. Weil wir gesashed sind. So. Trick Room Protect. Ich denke nicht, dass er Gengar damit targeten wird. Wäre natürlich eine Möglichkeit für ihn. Wäre es tatsächlich. Einfach Double Target auf Gengar, weil wenn das killt, dann würde er sowieso auf Tapu Koko gehen. Er instructed Circuitry und es failed. Und er haut Signal Beam auf Gengar raus. Und ich disable den Signal Beam. Ja, das ist ja toll. Hat mir eigentlich gar nichts gebracht. So, dann wollen wir Sludge Bomb auf Oranguru und T-Bolt auf Oranguru. Ich will, dass Oranguru stirbt. Der würde es nicht protecten, oder? Ja, selbst wenn, was wir das Circuitry machen, ne? Okay, Oranguru ist weg. Nicht. Poison. Okay, jetzt ist Oranguru weg. Und er haut einen Thunder auf Tapu Koko raus und der killt einfach. Das hat er auch ultra den krassen Spezialangriff. Und der ist jetzt plus 1 Special Attack. Und sein Trick Room ist wieder draußen. Aber unser Executor ist langsamer als Circuitry und kann den Dracoen und killen. Also drücken wir jetzt Draco Meteor. Also wir drücken erstmal Sludge Bomb auf Oranguru und dann Draco Meteor auf Circuitry. Das sollte ihn einfach ausnocken. Hoffe ich zumindest. Also ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, wie Circuitry das überleben sollte. Hautsand natürlich, ich misse meinen Draco. Das wäre dann minimal ungünstig. Er wechselt raus auf Celesteela. Circuitry lebt. Holy shit. Ja, tschüss Gengar. Das Circuitry lebt einfach. So, Oranguru, kannst du Circuitry jetzt einfach finishen. Psychic auf Circuitry. Und du Flamethrowerst das Celesteela in der Hoffnung, Schaden zu machen. Also er hat jetzt nur noch Circuitry, Celesteela und Oranguru. Das macht keinen Schaden. Heavy Slam. Das war's für den Trick Room, oder? Nein, der Trick Room ist noch eine Runde da. Zwei Runden sogar, okay. Zwei Runden Trick Room haben wir noch. Weiter Flamethrower auf Celesteela. Ich denke, er wird Circuitry auswechseln. Denke ich. Aber ich kann da halt nichts gegen machen, wenn er Circuitry auswechselt. Oh, Circuitry bleibt drin und Circuitry stirbt jetzt. Tschüss, Circuitry. Dann sehe ich tatsächlich eine Möglichkeit, das hier zu gewinnen. Jetzt nicht mehr, jetzt wo Oranguru gezielt ist. Wobei, wenn ich einfach das Oranguru stirbt jetzt im nächsten Turn. Das heißt, ich hau einfach alles, was ich habe, auf Celesteela drauf. Um das irgendwie loszuwerden. Oranguru stirbt jetzt eher am Poison. Das könnte tatsächlich noch winnbar sein. Obwohl unser Executor nur halben Spezialangriff hat. Da instructet er erstmal Celesteela auf Leech Seeds. Gut gemacht, Oranguru. Sehr toll. Oranguru ist weg. So, das, was er jetzt machen muss, ist eigentlich Executor loswerden, bevor er irgendwie was gegen Oranguru macht. Aber ich glaube nicht, dass er so lange leben wird. Protected.
heilt sich nochmal ein bisschen hoch. Die Sache ist halt, sobald der Executor ein bisschen low hat, dann habe ich eine gute Chance, dass mein Spezialangriff wieder normal ist, weil durch Petaya Berry lande ich, bin ich wieder auf nur minus 1 und dann durch Harvest könnte ich die Petaya Berry nochmal bekommen und wäre dann auf plus minus 0. Er holt sich einen Double Protect. Er holt sich tatsächlich einen Double Protect. So, Executor. Dann spammer deinen Flamethrower. Heavy Slam, Leech Seed, Earthquake Protect. Ich glaube nicht, dass er da was machen kann. Ich glaube, Executor burnt jetzt einfach das Celesteela tot. Aber es wird jetzt einfach komplett verbrannt, das Ding. Und dann hat der Kampf ja irgendwie noch funktioniert. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht wirklich Ahnung von diesem Meta habe. So, Heavy Slam, 27%. Flamethrower, kaum Schaden, genug Schaden sogar. Genug Schaden. Also, der nächste kann killen. Der nächste Flamethrower kann killen. Protect bringt dir nichts. Hör auf. Das bringt dir gar nichts. Das stallt nur Zeit. Es gibt keinen Timer, den du stallen könntest. So. Es lebt sogar. Aber bringt ihm nichts. Pass auf, ihr protected. Einfach weil es kann. Jetzt haut er den Heavy Slam Crit des Todes raus und mein Executor stirbt da dran. Also, ein Crit sollte ich überleben. Und da kriege ich nochmal meinen Boost. Und weg ist Celesteela. So, damit haben wir das irgendwie gewonnen. Executor macht tatsächlich was, die Kämpfe über. Finde ich gut, dass Executor hier ein bisschen Work macht. Wie viele Kills hat das geholt? Na, auf jeden Fall hat es genug Druck aufgebaut. Und was haben wir hier? Wir haben hier ein... Oh, das sieht ekelhaft aus. Das sieht tatsächlich nach einem richtigen Team aus. Ich werde mein Executor wohl brauchen. Und das ist schön, wenn ich Executor brauche, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe was richtig gemacht im Teambuilding. Und mein Lead wird sein Gengar plus Crook. Ne, Gengar plus Marowak. Mit Executor hinten drin und Tapu Koko. Ist Gengar Executor mein Lead? Gengar Tapu Koko ist, glaube ich, mein Lead. Mit Executor und Marowak hinten drin. So. Leadet Arcanine Garchomp. So, wie gehe ich das an? Ich denke mal. Ich glaube. Rechne ich mit einem Protect auf Garchomp. Dass der jetzt hier kommen wird. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, einfach einen Shadow Ball auf Garchomp rauszuholen und mit Tapu Koko einmal zu protecten. Ich kann natürlich auch direkt Dazzling Gleam drücken, aber ich glaube, der protected mit Garchomp und haut einen Flare Blitz auf meinen Tapu Koko. Also machen wir das einfach mal so und protecten hier. Oh, wechselt raus auf Celesteela. Protect mit Tapu Koko kommt raus. Er EQ'd, bringt Gengar damit auf den Sash runter und ich krieg noch einen Shadow Ball raus. So, ich habe jetzt wirklich Angst vor einem Scarf Chomp. Ein Scarf Chomp wäre jetzt nicht so das, was ich mir wünschen würde. Ich kann aber einfach mal Trick Room drücken. Kann ich Trick Room? Ja, ich kann einfach mal Trick Room Dazzling Gleam drücken. Wäre halt kacke, wenn er Scarf ist. Ich glaube, ich drücke Protect Dazzling Gleam. Ja. Er ist Scarf. Kill Tapu Koko. Und das sieht mir schon verloren aus. Wobei, was ich machen könnte, ist Executor gehen. Auf ein Double Protect bekommen. Und das Garchomp mit Energy Ball killen. Kein Double Protect für mich, also Gengar weg und damit ist das, glaube ich, verloren. Damit ist das verloren. Ja. Das kann ich aufgeben. So, nächster Kampf. Der letzte jetzt. Holen wir uns einen letzten Kampf. Ich habe nicht mitgezählt, wie viel das ist. So, dann wollen wir hoffen, dass wir jetzt noch was Sinnvolles hinbekommen. Und da haben wir ein Crobat. Ein Crobat. Und das hier sieht mir nach Spaß für Marowak aus. Du bist natürlich ein Threat für Marowak. Da hätte ich gerne... Also Marowak kommt auf jeden Fall mit. Was nimmt er denn mit? Gucken wir uns erstmal das an. Was nimmt er mit gegen mein Team? Ich denke mal nicht Tabubulu. Eher sowas wie... Crobat sieht mir tatsächlich gut aus. Er wird Crobat mitnehmen. Er wird Marowak mitnehmen. Er wird das Ding mitnehmen. Und... ich glaube, den da. Also diese vier Mons. Und sein Lead wird sein.
Araquanid und Oranguru. Und dagegen liede ich mit Tapu Koko und Kurk. Ja, Tapu Koko, Kurk und dann nehme ich mit Marowak und Gengar. Damit spiele ich tatsächlich nicht Trick Room, diesen Kampf über. Liedet Crobat und Marowak. Okay, das ist natürlich blöd gelaufen. Aber ich kann trotzdem Protect und Rock Slide drücken. Denn damit kriegt Marowak so einigermaßen low und er sollte keinen Hit auf Tapu Koko rausbekommen können. Also ich krieg's nicht low, ich werde auf jeden Fall Damage drauf bekommen können. Das ist das, was ich sagen möchte. Und Crobat kann ja eigentlich relativ safe drin bleiben. Gegen meinen Tapu Koko. Und einfach mal auf Brave Bird oder Cross Poison irgendwie sowas drücken. Oder wahrscheinlich Rückenwind. Rock Slide kommt auf Crobat raus und crittet das Teil, aber es lebt. Und ich flinche vielleicht? Nein, er U-turnt raus. Okay. Was will er reinbringen? Womit darf ich rechnen? Oranguru. Okay. Okay. Bringen wir unser... Was bringen wir hier rein? Brauche ich Tapu Koko? Brauchen tue ich es nicht. Nein, tue ich tatsächlich nicht. Ich könnte hier also einfach mal auf Dazzling Gleam drücken. Und mein Kurk rauswechseln in... Marowak. Ja. So, jetzt drückt man bitte nicht... Ja, drückt Flare Blitz, okay, das killt nicht. Aber drückt man bitte nicht auf Trick Room. Er drückt Trick Room. Okay, Protect Shadow Bone. Das ist mein Play. Wenn er es mit Marowak protected, wäre das natürlich blöd. Was er nicht tut, und Marowak ist weg, und Tapu Koko lebt noch. Und er instructed. wollte wohl zwei EQs raushauen. So. Drought. Drought ist draußen. Der wird jetzt Eruption drücken. Zweimal sogar, wegen Oranguru. Ja, ich hoffe halt einfach auf ein Double Protect und EQ. Double Protect ist draußen, das ist schön. So, die zweite Eruption wird erst kommen, nachdem Torkoal geschwächt ist. Und damit werde ich die besser tanken können, als die erste. Ja. Ich würde mein Tapu Koko... Warte. Nein, ich brauche Tapu Koko überhaupt nicht. Ich kann jetzt also auf einen Triple Protect hoffen, weil mehr macht Tapu Koko hier nicht. Und solange es da steht, ist alles gut. Je mehr Trick Room Turns ich damit ausstollen kann. Kein Triple Protect, das ist aber schade. So. Und die nächste Eruption werde ich auch noch tanken können mit meinem Marowak. Ist das nicht schön? Ich tank danach noch eine. So, die Electricity ist weg. Ich würde hier gerne in Cook gehen. Aber kann ich protecten, also gehe ich Gengar. Gengar, Protect und EQ. Ich sehe hier keinen Grund, für ihn den Torkoal weiter zu behalten. Und ich glaube, das ist gewonnen, weil wenn ich jetzt das Oranguru oder das Torkoal, ist mir eigentlich egal was. Wenn ich, sobald Oranguru geschwächt ist, kann ich das mit Rock Slide killen. Und sobald ich mit Rock Slide killen kann, sollte ich durchgehen können. Solange ich nicht misse. Und die Twisted Dimensions sind wieder normal. Das heißt, ich kann jetzt mit Gengar das Oranguru killen. Mit einer Sludge Bomb. Und hier einfach einen Shadow Bone auf Crobat raushauen. Solange Oranguru kein Trick Room mehr rausbekommt, kann er nicht mehr gewinnen. Und damit ist das hier ein Match, das ich souverän für mich entscheiden konnte. Ist ja toll. Der Crit auf Crobat hat nicht mal gemattert. So, Sludge Bomb, Oranguru ist weg und Crobat stirbt aus dem Shadow Bone. Und damit haben wir das hier 3-0 für uns entscheiden können. Und wir haben nicht mal unser Crook noch über behalten müssen. Klar, der eine Speed-Teil gegen sein Marowak war natürlich blöd für ihn. Es kommt ja darauf an, was er angegriffen hätte. Weil wenn er Tapu Koko angegriffen hätte, dann wäre ja Marowak eh gestorben. Und ich denke mal, ich war auf Full, glaube ich. Da hätte Marowak noch einen Hit gelebt. Ist dann halt die Frage, wie ich gegen den Rest des Teams so gut ankommen sollte. Also, je nachdem, was er angegriffen hat, war der Speed-Teil wichtig oder nicht.
Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht kann ich dann VGC. Vielleicht auch nicht, vielleicht spiele ich auch was anderes. Wir sehen uns dann. Bis dahin, ciao.